Hi Marvin, Glückwunsch zu Tor und Vorlage am Sonntag beim 3:2-Sieg gegen Heidenheim. Wie hat sich angefühlt, endlich mal wieder zu treffen und dann auch noch beim ersten Saisonsieg überhaupt gegen eins der Top-3-Teams? Ja, war definitiv ein schönes Gefühl und war, wie du schon sagst, eine Weile her, war lange verletzt und jetzt endlich wieder ein Tor zu machen beim Heimspiel, war ein schönes Gefühl. Weißt du noch, welches Tor davor dein letztes war? Boah, das ist eine gute Frage, weiß ich gerade gar nicht mehr. War gegen Düsseldorf, war der 19. Spieltag Anfang Februar, da hast du das zwischenzeitliche 1:0 gemacht. Vorlage wieder, Flo Muslija, also genau wie jetzt am Sonntag. Ja, wie ist denn der allgemeine Fitnessstand bei dir? Wie sehr schränkt dich die Sprungbeinfraktur noch ein? Ja, also mit dem Fuß habe ich ehrlich gesagt gar keine Probleme mehr. Ich habe ihn immer getaped, von daher bin ich auch vom Kopf her frei eigentlich. Also ich gehe auch nicht mehr irgendwie gehemmt in die Zweikämpfe, ich fühle mich gut. Und von der Luft her ist auch wieder alles in Ordnung eigentlich, also rundum zufrieden. Also reicht es auch wieder für mehr als dann eine Halbzeit vielleicht in einer der nächsten Spiele. Am Samstag um 13 Uhr geht es dann auf der Alm ja in das ausverkaufte OWL-Duell gegen Arminia Bielefeld. Was erwartest du da für eine Partie gegen unsere ja nach wie vor abstiegsbedrohten Nachbarn? Ja, wird definitiv, denke ich, ein geiles Spiel, wie du schon sagst, vor ausverkauften Haus, also Derby, und gibt, denke ich, wenig geilere Sachen als solche Spiele. Von daher freuen wir uns alle und wollen natürlich die 3 Punkte dann auch mit nach Hause nehmen. Das hoffen wir auch. Wir freuen uns auf dich und die Mannschaft. Für dich dann hoffentlich mehr als 45 Minuten. Danke dir. Dankeschön.